Labor für Entrepreneurship, zu Gast Jurvin Tschiesche. Richtig, ja. Spreche ich es richtig aus? Absolut, ja. Sie sind Musiker und haben einen Vertriebskanal für Musiker geschaffen und der kann alles. Der macht unabhängig von Labels, der zieht zu, dass man die Rechte behält als Musiker und sie sorgen auch dafür, dass die Musiker in die großen Stores kommen, was ja wichtig ist. Und trotzdem bleiben die Einnahmen bei den Musikern. Eigentlich würde man sagen, das kann gar nicht gehen. Das ist auch das Häufigste, was wir hören. Ja, das glaube ich. Wie machen, also alles auf einmal, wie machen Sie das? Also man muss bei uns schon trennen zwischen dem eigentlichen Vertrieb, also das, die Musik in die Stores zu bringen, und den Serviceleistungen, die wir on top anbieten. Weil diese Serviceleistungen, die wir zusätzlich reinholen, das ist immer über Partner. Profis auf ihrem Gebiet, sonst wäre es einfach zu viel. Komponenten könnte man sagen. Genau. Diese, ja. Und das haben Sie sich ausgedacht. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie auf die Idee kamen. Liegt nahe, dass Sie als Musiker selber darunter gelitten haben, also das Problem kannten. Genau. Und wie wurden Sie daraus sozusagen zum Entrepreneur? Also wir wollten tatsächlich eine kleine CD veröffentlichen, aber nicht auf 1000 CDs sitzen bleiben. Also den neuen Weg beschreiten, wir melden uns einfach bei iTunes an und verkaufen darüber, dachten wir. So geht es natürlich nicht und haben herausgefunden, okay, man braucht Aggregatoren oder einen Vertrieb, der das für einen übernimmt. Und ich gucke immer ganz viel, vergleiche immer unendlich viele Dinge, bis ich mich für etwas entscheide. Mir hat das alles nicht gefallen. Und das war sowieso ein Zeitpunkt, wo ich gründen wollte und habe gedacht, okay, wenn das niemand kann, so wie ich das möchte, mache ich so, wie ich es möchte. Und daraus ist die Idee entstanden. Und dann viel angelesen, viel Leute kontaktiert, die sich auch damit auskennen. Da ich auch so ein bisschen im Musikgeschäft schon drin war, gab es auch genügend Ansprechpartner. Also, die mir weiterhelfen konnten, die mir sagen konnten, wie es geht. Und ein bisschen was wusste ich sowieso von Haus aus schon. Ja. Christian Fenner ist selber Experte in Online-Marketing. Das klingt ja ähnlich. Was sagen Sie dazu, dass es jemandem gelingt, das so aus dem Stand und eigentlich, behaupte ich mal, ohne große Vorkenntnisse, sind ja Musiker, dass Sie das geschafft haben? Ja, ich finde das unglaublich, weil ich seit Jahren mit Musikern genau das Problem versuche zu lösen und ja auch teilweise mit Audiobüchern das gleiche Problem besteht, nämlich dass man versuchen muss, diesen neuen Distributionskanal in diesen Stores bei Apple und auch diesen ganzen vielen anderen sich gründenden Stores seine Werke dort rein zu distribuieren, weil ansonsten ist ja die schöne Welt der digitalen Distribution wieder durch den Zwischenhandel eingeschränkt und man hat eigentlich wieder nur einen Teil der Einnahmen, was ja eigentlich für kurze Zeit so schien, als wäre es eben der volle Anteil, den man sich sozusagen durch den direkten Vertrieb zu eigen machen könnte. Und deswegen fand ich, als ich das neulich von einem Musiker gehört habe, dass der also euren Service entdeckt hat, ganz erstaunlich. Vielleicht, ich weiß nicht, haben alle verstanden, was der tatsächliche Service ist, den man macht? Okay, habe ich auch noch nicht erklärt. Ja. Genau. Vielleicht klärst du uns mal auf. Ich bin Musiker und ich möchte jetzt meine Musik verkaufen. Was mache ich jetzt bei dir? Erstmal anmelden. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Uns die Vertriebsrechte übertragen für das Werk. Beziehungsweise in unserem Fall machen wir es nicht exklusiv. Das heißt, du überträgst uns nur die Rechte für die Stores, die wir für dich beliefern sollen. Also zum Beispiel iTunes, Amazon, aber Spotify möchte ich nicht. Haben wir diese Rechte, kannst du deine Musik hochladen und die ganzen Daten dazu eingeben. Also Songtitel, Interpret, Komponisten etc. Lädst dazu noch die Datei selbst hoch, also die Musikdatei und ein Cover. Das sieht man ja überall, ein Cover, das dargestellt wird. Das heißt, um es noch mal ganz einfach zu sagen, wenn ich jetzt eine CD habe und ich möchte, dass die auf ganz vielen Stores im Internet und auf App-Stores von anderen Leuten herunterladbar und kaufbar ist, ja, dann gab es den herkömmlichen Weg, dass ich zu einem
Großhändler gehen musste, wie zum Beispiel Zebralution oder anderen Großhändlern, und sagen musste, hallo, ich habe hier eine CD. Und dann waren die so freundlich, wenn man nur eine CD hatte, und habe gesagt, okay, das scheint eine gute CD zu sein, die nehmen wir mit auf. Und die haben dann den Kontakt zu den App-Stores hergestellt und für diese Distribution und Abrechnung eine Gebühr genommen. Richtig? Ja. Und diesen Zwischenhandel, den schaltet ihr aus und sagt, pass auf, wir haben eine Plattform entwickelt, wo du deine eigenen Werke selber hochladen und sie dann an die verschiedenen Online-Stores mailen kannst oder senden kannst. Richtig? Also, das ist richtig, ja. Aber so viel anders wie jetzt zum Beispiel Zebralution sind wir nicht. Okay. Also, nur wesentlich günstiger. Erstens das, also insbesondere nehmen wir keinen Share. Das ist bei allen anderen nicht so. Also die verdienen bei jedem Kauf, den jemand tätigt, mit. Aber das ist ja der immense Unterschied, dass man sagt, ihr stellt eine Infrastruktur und werdet vergütet für die Infrastruktur, und die anderen stellen auch eine Infrastruktur, werden aber für den Erfolg vergütet. Unter anderem. Und verlangen noch Geld dazu. Also beides zusammen. Also im Prinzip, wenn die zu uns kommen, ist es nicht groß anders. Nur man hat das alles selbst in der Hand. Das hat man jetzt bei anderen Distributoren nicht unbedingt. Die dann erstmal einen kompletten Katalog einheimsen, einem die Freiheit nehmen, selbst zu entscheiden, wo man verkauft, etc. Mich würde so interessieren, Musiker ist so eine Geschichte. Wahrscheinlich das Herz schlägt dafür, und dann ärgert man sich über das, was so der normale Vertrieb ist. Wie kriegt man das Know-how? Wie haben Sie sich das Know-how angeeignet? Also zum einen im Studium, also ich habe eigentlich nur studiert, um was zu haben, falls alles schief geht, um ehrlich zu sein. So als Sicherheitsnetz studiert. Richtig, ja. Richtig. Oh, interessant. Weil ich schon immer irgendwie was ein Unternehmen studiert? Medienproduktion. Naja, und dort, so ist von, dort ist von allem was dabei, was man haben kann. Ja. Also auch viel Informatik, von dem Wissen auch viel Musikwissen etc. Ja, also da haben Sie doch eine gewisse Grundlage. Genau. Mussten sich nicht als ganz neu Amateur. War ich auf keinen Fall. Also von Technik hatte ich Ahnung, von Musik hatte ich Ahnung, und das war dann die Verknüpfung. Und so mal zwischendurch, wenn Sie heute so drauf gucken, was macht mehr Spaß, das Musikmachen oder das Unternehmerische? Boah, das ist schwer. Ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die gleich viel Spaß machen. Haben Sie sich zwei Bereiche geschaffen? Musik als Hobby oder sind Sie sich als Berufsmusiker? Nee. Oder? Nein, dafür habe ich gar keine Spaß. Zeit. Es ist ja mehr so semi-professioneller Musiker, der aber jetzt die Profikanäle nutzen kann. Das ist auch praktisch. Wo verdient man mehr? Als Unternehmer. Sagen Sie es ja selbstverständlich. Also ich, 80% ich gehen meine ein. Musik ist wahrscheinlich zu schlecht, um mehr zu verdienen. Das ist ja bescheiden, aber 80% der Unternehmen, sagt man immer, sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Nicht alle, wie Herr Wiesner. Genau. Gut, also Sie haben praktisch zwei Beine. Mein Hauptbein ist schon das Unternehmertum. Das Musik ist wirklich nur Hobby. Ja. Ja. Was am Anfang nicht, oder? Doch, es war eigentlich schon immer mehr Hobby. Okay. Deswegen auch, dass wir setzen nicht alles auf eine Karte und pressen 1000 CDs, sondern wollen zu iTunes und mal gucken, was geht. So. Noch eine letzte Frage, bevor er die Details oder so die eigentlichen Hintergrund übernimmt. Ja. Man kann ja irgendwas gründen, und dann ist immer das Problem, kein Mensch hat auf einen gewartet und kein Mensch nimmt einen wahr. Man hat natürlich gehofft, dass die Leute Schlange stehen, aber erstmal ist gar nichts. Auch nicht weiter verwunderlich. Wie macht man auf sich aufmerksam? In alle Kanäle schießen, wo die gehen. So machen wir es jedenfalls. Alles abschießen, was man zur Verfügung hat. Richtig. Also von PR über Internetwerbung bis hin zu Anzeigen, mit den Leuten kommunizieren. Mundpropaganda war am Anfang ganz wichtig. Also alle Kontakte, die man sowieso hat. Weil sie preiswerter sind wie die anderen, dann funktioniert das ja auch. Ja. Komplett. Es war relativ einfach, Leute zu überzeugen, wenn man einmal gesagt hat, okay, das ist der Unterschied, das und das, wir sind sofort bei dir. Also das merken wir auch jetzt gerade, wo jetzt immer mehr große Musiker, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, zu uns kommen, dass wir die ganz einfach überzeugen können, weil wir
das ein anderes Modell verfolgt. Das klingt so ein bisschen, als sei das das Hauptargument oder der Hauptkanal dieses Word of Mouth. Ja. Ja. Leuchtet mir sehr ein. Ja. Also gerade. Aber dazu muss man preiswerter sein und auch erkennbar besser sein. Das ist genau. Die Voraussetzung. Das heißt, man das braucht, ist ganz wichtig, erkennbar. Man braucht ja. Ein Geschäftsmodell, das erkennbar besser ist, nicht so 5%, sondern deutlich und erkennbar besser und vielleicht auch noch die Sympathie, dass man neu ist, jung ist und ja. Genau, das würde ich auch wichtiger sagen. Punkt. Ja. Ist denn, was mich interessieren würde, das Hauptgeschäft, macht ihr das mit tatsächlich diesem Service für Musiker, dass die ihre Songs distribuieren können in die verschiedenen Shops rein? Mhm. Weil ihr habt ja noch eine Menge sozusagen zusätzlicher Produkte, die ihr mit anbietet. Oder sind es Partnerprodukte? Das sind tatsächlich Partnerprodukte. Ah, okay. Also es gibt ein paar, die machen wir selbst, Aha. Die auch im Zusammenhang mit den Stores sind. Mhm. Aber der Hauptteil ist wirklich die Musikdistribution. Mhm. Das ist unser Hauptkerngebiet. Also das heißt nochmal sozusagen, ich komme jetzt zu dir, bin Musiker, habe eine Band, ich habe eine CD. Ich komme jetzt zu dir mit der CD, ich registriere mich, ich lade die CD hoch und was passiert als nächstes? Was ist euer Dienst? Also im Prinzip, das Wichtigste zuerst ist das zu überprüfen. Mhm. Sind die Daten, die dazu eingegeben wurden, korrekt? Stimmt das Cover? Also verletzt es keine Rechte? Ist die Musik auch in einer gewissen Soundqualität, die man vertreten kann? Mhm. Es geht nicht darum, ob es uns gefällt oder nicht, sondern wenn es eine Garagenaufnahme ist oder mit einem Kopfhörer aufgenommen, das hatten wir auch schon, dann müssen wir das halt ablehnen. Und dann, sonst werden die Stores uns auch sauer und sagen, so, was wollen wir nicht haben. Also eine gewisse Grundqualität wird nicht jeder genommen. Das ist nicht ein Portal, wo jeder sich einteilt. Die Qualität ist heute so hoch, weil das so günstig geworden ist zu produzieren, dass wir fast kaum jemanden ablehnen müssen. Mhm. Außer es ist, verstößt eben gegen Rechte oder... Das ist wirklich stümperhaft. So, und dann ist das geprüft und was passiert dann als nächstes? Dann drücken wir auf Go und dann geht das erstmal auf einen Server, der alles konvertiert und aufbereitet. Das heißt, jeder Store möchte das Produkt in anderen Spezifikationen, andere Metadaten, andere Dateien haben, also im Prinzip andere Größe vom Cover, um es einfach zu sagen. Und wir haben, glaube ich, jetzt ja, auf jeden Fall über 20 Pakete, die wir beliefern. Also so Store-Pakete haben wir zusammengefasst. Und jeder hat andere Voraussetzungen. Und das passiert dann alles automatisiert. Und danach wird überprüft, ob alles okay ist und ausgeliefert an die Stores. Und was passiert dann? Also wann kriege ich als Musiker mit, ich kann jetzt verkaufen oder ich verkaufe jetzt oder jetzt wird es Geld regnen? Wenn es auf dem Konto ist. Nein, also es gibt, das ist auch wieder von Store zu Store unterschiedlich. Also die am schnellsten arbeiten, sind tatsächlich iTunes, mhm. am schnellsten und zuverlässigsten. Da kann man sagen, dass innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir es ausgeliefert haben, ist meistens der Release auch schon kaufbar mhm. oder zumindest vorbestellbar. Mhm. Bei anderen kann das sogar 4 Wochen dauern, mhm. trotz der digitalen Welt. Also in dem Rahmen, zwischen einem Tag und 4 Wochen ist es im Normalfall online. Und dann gibt es sogenannte Trends. Das heißt, iTunes liefert uns einen Tag nach dem Verkauf, was am Vortag verkauft wurde. Mhm. Und das stellen wir dann den Musikern zur Verfügung. Dann mhm. wissen sie schon mal, okay, in die und die Richtung geht's, so wurde es angenommen. Und das ist auch wieder unterschiedlich von Store zu Store. Also manche rechnen nur monatlich ab. Manche sogar quartalsmäßig. Mhm. Also das Spektrum ist von am Tag bis zum Quartal und ja, dann dauert es mindestens einen Monat danach, bis das Geld tatsächlich auf dem Konto ist. Und das Geld landet dann auf eurem Konto genau. Und ihr überweist es weiter sozusagen? Wir spielen die ganzen Daten dazu ein. Also erstmal müssen wir überprüfen, ob es mhm. korrekt ist, mhm. ob es Sinn macht, was mhm. die uns liefern für Daten. Mhm. Und spielen das dann auf die Kundenkonten ein. Also sie sehen dann, das ist mein Kontostand und können dann jederzeit sagen, okay, ich will das Geld haben. Oder aber auch investieren in die Services, die wir haben. Mhm. Also jemand hat jetzt viel zu viel Geld verdient und was mache ich mit dem ganzen Geld? Ich mache ein Musikvideo zum Beispiel. Mhm. Und das kann er dann eben auch über unser Portal buchen.
oder sich es eben auszahlen lassen. Okay, das heißt, ihr habt sozusagen versucht, so eine Art Full-Service anzubieten für die Bedürfnisse von Leuten, die sich selber veröffentlichen, insbesondere mit Musik. Auch Labels, okay. Also wir haben auch sehr viele Labels, die das nutzen. Und das Ziel soll sein, alle Services, die auch ein Label zur Verfügung hat, Musikern zur Verfügung stellen, die eben nicht diese Möglichkeiten haben. Wenn ich das mal so übertrage, Musiker, Künstler, die klagen ja alle. Ja. Jedenfalls die anderen Künstler, Musiker, aber kenne ich nicht so viele. Und das Problem ist immer, ich mache irgendwas, ich bin natürlich von meiner Sache angetan und glaube, das sei genial. Kein Mensch nimmt es wahr. In der Regel erfährt auch keiner davon, weil man in seinem Atelier ist und da kommt ja erstmal keiner rein. Und die meisten Künstler sind auch nicht sehr kommunikativ, die sind eher so abweisend, da muss man schon sehr mutig sein. So, dieses ganze Marketing für Künstler, die ja in meinen Augen durchaus geeignete Entrepreneur sind, weil sie eigentlich etwas mitbringen, was extrem wertvoll ist. Neue Sichtachsen, andere Sichtweisen, das ist ja die Voraussetzung für Innovation. Also da schlägt mein Herz an der Stelle und ich sehe einfach, dass die meisten ja verkommen, weil nichts passiert. Helfen Sie denn an irgendeiner Stelle, dass die auch bekannt werden? Oder taucht das einfach in Stores auf? Ich weiß nicht, wie man dann auf die Musiker stößt. Aber was passiert denn, dass jemand, der vielleicht gut ist, auch eine Chance hat, bekannt zu werden? Da muss man natürlich als Künstler aktiv werden. Also von alleine kommt es nicht, dass das man kann jetzt man nicht unter an Sie abgeben. 25 Millionen Tracks steht. Ja. Ja. Wenn jemand den Namen nicht weiß, wenn er nie was davon gehört hat, wird er es auch niemals kaufen. Ja. Also es ist eher ganz selten, dass so spontan Käufe passieren. Und da sagen wir, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, wir haben richtige professionelle Promoter, eben gerade in unseren Services, die man buchen kann dafür. Und die haben die entsprechenden Kontakte, sorgen dafür, dass man vielleicht Interviews bekommt, ins Radio kommt, etc. Das andere ist, man wird selbst aktiv und nutzt alle möglichen Tools, die so im Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Und wir haben auch noch einen Blog, der immer wieder Expertentipps gibt. Also wir holen uns Experten ran und sagen, sprich mal über das und das Thema, was ist wichtig für die Musiker. Und ich glaube, das sind so die ersten Ansätze, um zu sagen, okay, ich muss was machen, ich muss gucken, wo es hingeht. Sie wissen, wie man es machen müsste, aber Sie bieten es selber nicht an. Das wäre ja ein interessantes Angebot, zu sagen, ich helfe dir Künstler, so die ersten Schritte von 0 nach 1 zu machen. Genau das versuchen wir eben mit diesem Blogangebot zu machen, dass die selbst wissen, okay, darauf kommt es an und okay, da muss ich arbeiten. Alles übernehmen, das wäre zu viel für uns. Und das sollen dann wirklich auch die Profis machen, also die wirklich die ganzen Kontakte zu den ganzen Radiosendern haben, die wirklich effektiv mehr bewirken können. Okay. Wo es sich lohnt, Geld zu investieren. Ist denn die einzige Zielgruppe, die du im Moment ansprichst mit eurem Service, Musiker oder gibt es eben halt auch solche, die ein Audiobuch distribuieren wollen? Und es geht ja dann noch weiter. Das ist ja eine digitale Distribution im Wesentlichen mit einer Verbindung zu einem Shop. Und ich kann ja bei iTunes, kann ich ja auch, glaube ich, E-Books runterladen. Also wäre sowas auch für euch denkbar oder sagt ihr, das ist was völlig anderes, das machen wir gar nicht? Also um nicht zu viel zu sagen. Nein, E-Books ist erstmal nicht geplant. Ich weiß von welchen, die sich bei uns informiert haben, wie das bei uns so ging, die genau sowas für E-Books aufbauen wollen, so ein Record-Chat für E-Books. Wir wollen schon erstmal in der Musikrichtung, Musiksparte bleiben und vielleicht dann alles, was angrenzt, nach und nach aufnehmen, zum Beispiel Musikvideos, dass man die vermarkten kann besser, dass man darüber auch Geld verdienen kann. Welche Idee schwebt die da vor? Da gibt es ja bislang YouTube und ein paar andere Kanäle, wo man es kostenlos hochlädt, aber... Richtig, aber du weißt, also die wenigsten wissen, dass man auf YouTube auch Geld verdienen kann. Okay. Und da haben wir zum Beispiel entsprechende Verträge geschlossen mit YouTube, wo die GEMA noch ein bisschen das Problem ist in Deutschland. Das wäre mal schön, wenn das langsam sich ändert und dann eben auch noch mit anderen Anbietern, die genau das bieten, dass dann Werbung vor das Video geschaltet wird oder so ein kleiner Banner rein und damit verdient man dann auch Geld mit seinem Musikvideo. Ist das Angebot schon international bekannt von euch oder ist es primär in Deutschland? Wir sind tatsächlich zum 1. April international gestartet erst.
Ach so, okay. Davor gab es das nur auf Deutsch. Richtig. Ah, okay. Spezialisiert auf den deutschsprachigen Raum, weil insbesondere es hier einfach null Konkurrenz gab, die unser Konzept verfolgt. Mhm. Und so, also in Amerika gibt es ein ähnliches, also auch nicht ganz so, also da gibt es keine Serviceleistungen, also nicht dieses Rundum-Konzept. Aber hier war uns klar, da stoßen wir auf offene Ohren sofort. Und hatten auch entsprechende Kontakte. Und jetzt internationalisieren wir. Ja. Das klingt alles so digital. Ich habe vor kurzem erfahren von einem Restaurant im oder am Broadway. Das war nicht klar festzustellen. Ihr Internetauftritt ist auch nicht besonders gut, dieses Restaurants. Aber sie haben sich einen Namen gemacht, weil die Kellner singen. Sie stellen Kellner ein, die eigentlich erkannt werden wollen als Sänger und möglichst dann am Broadway. Und die singen da quasi, während sie kellnern. Ja. Und das Besondere des Ladens ist, dass man dahin geht, wenn man diese singenden Kellner hören will. Nicht so sehr die Essensqualität offenbar. Das leuchtet mir sehr ein. Da ist eine Bühne. Ich habe natürlich ein Alleinstellungsmerkmal als Restaurant, was die meisten nicht haben. 99% nicht haben. Jeder sagt, ganz tolles Essen oder so. Aber hier ist was Greifbares. Das ist auch eine Story, die gleich weitererzählt wird und die hängen bleibt. Ein Restaurant, wo die Kellner singen, und ist doch nicht der falscheste Ort, sich zu präsentieren. Und in der Tat gibt es auch ein paar, die über diesen Zugang dann im Broadway bekannt wurden oder in Filmen bekannt wurden. Also man muss nicht immer nur digital denken. Es gibt noch eine Rest, analog, Essen und Trinken auch dazu gehört. Was, haben Sie mal an sowas gedacht, dass man mit einem Restaurant zusammen und dann die Musiker, liegt ja nahe, die singenden Kellner oder die musizierenden Gäste oder was immer. Also daran habe ich noch nicht gedacht. Also wir machen schon viele Aktionen, also unterstützen zum Beispiel gerade ein Bandfestival oder ganz viele Newcomer-Wettbewerbe. Das ist schon sehr spezifisch, aber so Aktionen, dass wir denen auch zu Auftritten verhelfen, das wird sicher in Zukunft auch weiter ausgebaut. Und Auftritt muss ja nicht nur in einem Restaurant sein, das ist ja beliebig, da fängt ja die Fantasie an. Wo kann man... Im Flughafen, im Flugzeug. Irgendwas, ja. Singen in Stewards, warum nicht? Also würde dann wieder zu uns passen. Noch viel zu tun. Wie sind Sie das erste Mal auf die Idee gekommen? Also klar, man leidet als Musiker und so, aber dann zu sagen, jetzt mache ich mir da ein zweites Bein, gab es noch einen Anstoß außerhalb der Musik? Schwer zu sagen. War es eine plötzliche Eingebung? Oder? Es war tatsächlich ein Zufallsprodukt. Also ich hatte mehrere Sachen schon im Kopf, was man machen könnte, aber so richtig überzeugt war ich nicht. Und wenn man nicht richtig überzeugt ist, haben an mehreren Sachen rumgedacht und dann kam eine, die sie weiterverfolgt hat. Und dann kam dieses praktische Beispiel, typisch, so, ich möchte das machen, aber es geht nicht so, wie ich möchte. Ja. Also brauche ich jemanden, der es macht, wenn er sich. Aber war das nicht wahnsinnig komplex, dann diese ganzen Dinge zusammenzutragen, und konntest du das alleine oder hast du dir erstmal ein großes Investment besorgt oder wie lief das bei dir? Ja, sehr ungewöhnlich. Vielleicht fallen wir deswegen auch immer aus den Startups raus, weil wir keine großen Investoren haben. Also alles selbst finanziert haben, alles von klein auf und eher langsam angegangen sind und dann stetig gewachsen. Also nicht von oben rein in den Markt, und so jemanden gab es auch so in der Art. Unsere Konkurrenz ist pleite gegangen, die es eben genau falsch gemacht haben. Von daher... Darf ich nochmal die andere Teil? Nee, ich wollte einfach nur wissen, wie seid ihr sozusagen gestartet mit Investment und Komplexität des Produktes? Aber du sagst ja, hast ja im Prinzip schon geantwortet, nicht nur das Produkt ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens, sondern tatsächlich auch die Art und Weise, wie man daran geht. Wobei sogar jemand, der mehr Geld hat, also sogar schneller wieder kaputt gehen kann. Also es war tatsächlich so, dass es war auf meinem Mist gewachsen, und ich habe mir zwei Programmierer mit ins Boot geholt. Die ersten anderthalb Jahre waren nur Entwicklung tatsächlich. Also anderthalb Jahre Entwicklung, Verträge machen,
die Stores dazu kriegen, einem völlig unbekannten Unternehmen zu vertrauen und zu sagen, hey, wir machen mit euch einen Vertrag, weil wir dran glauben. Wie habt ihr das gemacht? Wodurch haben euch die Stores vertraut? Was hattet ihr zu zeigen? Wie habt ihr das gemacht? Dran geblieben, Überzeugungsarbeit, geredet und bei manchen hat es einfach auch länger gedauert, bis sie dann was gesehen haben. Im Prinzip wirklich dran geblieben und weiter mit denen kommuniziert, bis sie endlich gesagt haben, ja, wir machen das. Auch ein bisschen überreden, nicht nur überzeugen, sondern auch sagen, bevor der noch öfter kommt, machen wir jetzt in Gottes Namen. Das kann auch passiert sein, durchaus, ja. Also, überreden. Dabei bleiben, beharrlich sein. Genau, auf jeden Fall beharrlich sein. Ja. Also, nicht zu empfindlich, nicht, wenn man da abgelehnt wird. Nee, man darf auf keinen Fall aufgeben. Ja. Also irgendwann, das war von schon immer, dachte ich, wenn man nur hartnäckig genug dranbleibt an etwas, dann wird man es auch schaffen. Und so hat es bisher immer funktioniert. Das ist ja das amerikanische Erfolgsmodell. Glaube an dich selber und richtig, wenn du ganz fest an dich glaubst, dann. Egal wie viele Enttäuschungen kommen, ja. Mich würde mal interessieren, wer aus dem Publikum ist Musiker oder hat vor, irgendetwas digital, also als Autor irgendwas digital zu vertreiben? Gibt es da welche? Oh. Okay. Und eher Musik oder eher was Geschriebenes? Okay. Okay. Was würdest du für Tipps geben, wenn man jetzt startet? Also vielleicht auch schon noch bevor man überhaupt produziert hat. Was sind die Sachen, an die man denken sollte, wenn man jetzt schon an diese Distribution denkt? Ganz viel planen. Also wirklich sich Zeit nehmen, auch nicht sagen, okay, morgen möchte ich jetzt bei iTunes sein und los geht's, sondern sagen, okay, in den nächsten 3 Monaten, also wenn das Produkt fertig ist, in den nächsten 3 Monaten gehe ich Schritt für Schritt, da fängt die Promotion an, da mache ich das Musikvideo, da gehe ich in den Vertrieb. Also, dass man das wirklich vorher komplett geplant hat, dass man weiß, wann was zu tun ist. Gibt es da so Vorlagen, die man verwenden kann, Planungsvorlagen für Leute, die das vielleicht nicht zum 5. Mal machen? Gibt es bei euch? Ja, gibt es bei uns natürlich. Okay. Also es gibt zum einen so einen kleinen Flugplan, so haben wir das jetzt genannt, wo so die groben Schritte erklärt sind. Da haben wir so ein E-Book herausgegeben, das Schritt für Schritt erklärt, was man in dieser Planung eben beachten muss. Ja, ich denke, dann sind noch eine Reihe von einzelnen Fragen. Das machen wir in der Pause. Vielen Dank. Interessant, wie man, also Sie sind ein untypischer Start-up, haben Sie ja selber gesagt, wie man von einem eigenen Problem anfängt und dann sich da einarbeitet. Und also ich denke, es macht Sinn und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.